Falls es Streamer da draußen gibt, Streamer-Kollegen, ihr seid wirklich alle herzlich gerne eingeladen. Alle meine Streamer-Kollegen, mich würde es sehr, sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Das Ganze. Ja! Genau deswegen, Chat, werden wir jetzt gleich wieder offline gehen. Soll ich live gehen über die Autofahrt, Chat? Ihr müsst sagen, Chat, welche Schuhe? Die hier oder die hier? Ich glaube, links passt eher zu diesem Blau hier. Nee, eigentlich sagt mir immer meine Frau, was ich anziehen soll. Eigentlich frage ich sie immer, sie hat ein bisschen mehr Still. Und? Blau zu blau, deswegen trage ich heute hier. Die habe ich eigentlich weniger getragen, ich trage die eigentlich nicht mehr so gerne. Aber weil blau zu blau das passt, muss ich halt die nehmen. Ja, habe ich alles. Ich habe eine Idee, ich kann euch jetzt richtig zeigen. So, ist gut oder nicht? Chat stellt Fragen und Mahon, du liest sie mir vor, die, wo du denkst, die soll ich beantworten, okay? Ja, okay, das ist eine gute Idee, okay. Das machen wir so. Ich werde jetzt mit Charlotte zu Rohat fahren. Dort wird sein Vater dann auch hinkommen. Um 19 Uhr wird er ihn live in seinem Stream das Auto übergeben. Was wir diese Autos, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und Rohat hat ja keinen Führerschein. Das heißt, sein Dad wird dieses Auto fahren, sein Vater. Und danach, weiß ich nicht, irgendwas ist da anscheinend geplant worden. Breitenberg hat irgendwas geplant. Ja. Esat fragt, ob du noch vielleicht irgendwann mal Kinder haben möchtest. Was ist wichtiger als Geld, Zeit? Und momentan ist meine Zeit sehr wenig. Ich denke, erstmal werden wir mit 5 Kindern unser Leben chillen, aber vielleicht in 1, 2, 3 Jahren denke ich schon, warum nicht? Ja, inshallah. Ich habe ja selber 10 Geschwister. Ich feiere Großfamilien. Effektiv fragt, wie kam es zu King Cans? Breitenberg hat sich irgendwie mit denen getroffen und mit den King Cans gab es früher schon mal, aber nicht direkt so, wie wir das gerade haben. Die haben irgendwie sich mit Breitenberg zusammengesetzt und haben über Werbung gesprochen. Und wir haben dann irgendwie, dann sind zum Schluss gekommen, dass wir einfach mit in die Firma reingehen und daraus ein geiles Ding machen. Und dann gab es da 4, 5 Monate, 6 Monate Gespräche. Und dann am Ende hat es geklappt. Wir haben notariell alles gemacht. Und jetzt, alhamdulillah, das ist echt cool. Also eigentlich hat Breitenberg das auch wieder so organisiert. Auch eine sehr gute Frage von Mr. Homeboy. Wann möchte Abo die Hajj verrichten? Ich habe gestern erst sogar wieder das Thema mit meiner Frau gehabt. Meine Frau sagt, geh doch erstmal alleine. Aber ich will nicht 10, 12 Tage. Ich würde gerne mit meiner Frau zusammen machen. Ich hätte die Hajj machen sollen, bevor ich Kinder hatte. Das hätte ich da einfach. Das ist das, wo ich sage, ey, ich hätte das einfach vorher machen sollen. Weil jetzt kann ich mit meiner Frau nicht. Also, Bruder, die werden da sowas von verloren gehen. Ich kann nicht meine 5 Kinder damit nehmen, das wird zu hart. Weil die Hajj ist ja auch sehr, 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 sehr hart. Also, ich denke mal, inshallah, wenn der Jüngste ein bisschen älter ist. So dass ich weiß, dass wenn ich die Kinder beispielsweise bei meiner Mutter oder so lasse. Ich habe nicht ein Kind, wo ich sagen kann, so hier, und das schockt auch nicht, Digga. 14 Tage weg und die Kinder alleine lassen, schockt auch nicht. Und du musst natürlich auch Milliardär jetzt sein. Eine Hajj kostet mittlerweile 10.000, 11.000 Euro. Boah, das habe ich auch mitbekommen. Also die Unterkunft, also die Hotels da, bodenlose Preise, ne? Krass. Hamudi fragt, was hast du mit deinem BMW gemacht? Warum hast du den abgemeldet? Ich habe ja jetzt für 6 Monate von dem Brescia, vom Kraftverkehr, das Auto bekommen. Und es lohnt sich nicht für mich, ein zweites Auto angemeldet zu lassen. Das sind einfach nur unnötige Kosten. Und deswegen habe ich den abgemeldet und ich denke, der wird verkauft. Wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Was hättest du anders oder besser gemacht? Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich hätte vieles anders gemacht. Aber ich will nicht über Sünden sprechen, vor allem wenn sie keinen Nutzen haben. Aber ich hätte vieles anders gemacht. Abgesehen jetzt von meiner Familie und dass ich früh geheiratet habe. Ich wünsche, ich hätte sogar noch früher geheiratet. Was genau wird es beim E-Sports sein, also wenn ihr ein E-Sport-Dings habt? Also wir schauen mal, in welche Richtung wir uns bewegen werden. Aber im Großen und Ganzen wollen wir einfach auch, dass wir viele Möglichkeiten haben, geile Events zu machen. Mit den Leuten coole Sachen auf die Beine zu stellen. Deswegen ist ja auch zum Beispiel einer derjenigen, der eventuell oder wahrscheinlich sogar schon zugesagt hat, Noisy, dass er bei uns in das E-Sport-Team kommt. Und letzten Endes schauen wir mal. Vielleicht, also so weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir gucken, da haben wir uns noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Aber die Unterhaltung, die ist einfach das Wichtige. Mal schauen, was für Spiele da gut sind gerade. Fortnite vielleicht Warzone. Vielleicht sogar machen wir was ganz Krasses und machen einfach GTA zum E-Sport. RIU fragt, willst du mal bei Rohat schlafen in den 30 Tagen? Also ich glaube nicht. Der ganze Chat fragt gerade, also wirklich alle wollen das wissen, wie du deine Frau kennengelernt hast damals. Ja, also ich sag mal so, meine Frau war meine Nachbarin und sie hat immer meinen kleinen Bruder abgeholt. Sie hat immer unten mit den Nachbarskindern gespielt, mit den Kleinen. Sie ist ja Altenpflegerin gewesen. Und sie hat, glaube ich, immer schon so diese Erzieher,
Dings im Blut gehabt. Und sie hat unten immer auf dem Hof mit den ganzen Kindern gespielt. Sie war halt die Älteste da. Sie ist, keine, wie alt war sie? 16 oder 17. Mein jüngerer Bruder war in dem Alter so 12. Und irgendwann, ich wusste immer, dass meine jüngeren Brüder unten sind oder mein jüngerer Bruder unten ist mit anderen Kindern und ein Mädchen. Und ich wusste halt nicht wer. Und irgendwann ist sie hochgekommen und hat geklingelt bei uns und nach meinem kleinen Bruder gefragt. Und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich meinte, nee, er ist nicht da. Und dann so, scheiße, ich muss mir irgendeine Ausrede ausfinden, dass ich jetzt noch länger reden kann mit ihr. Sie ist dann gegangen, ne, sie hat gesagt, okay, danke und so, so richtig schüchtern ist gegangen. Ja. Und ich bin dann runtergegangen und habe so gesagt, ja, ich habe gerade mit ihm geredet und so, ich glaube, er kommt gleich und so, ich warte hier mit dir. Ich war dann unten irgendwie. So, und dann irgendwie nach einem halben Jahr oder ein Jahr war ich einfach zu hartnäckig. Auch eine interessante Frage von Rio C. Bist du auf Rohat allgemein stolz? Ja, also ich sag mal, ist man natürlich ja, 100%. Weil die Sachen, die wir machen, wir reden immer vorher darüber, was wir machen und wie nicht und wie, ob wir machen und bla bla bla. Manchen Sachen ist Rohat noch ein Kind im Kopf. Das weiß man, das weiß ich. Aber in manchen Sachen ist Rohat auch schon, denkt schon weiter im Kopf. Aber dafür hat man den Ausgleich. Rohat sieht mich auch wie einen großen Bruder und er weiß auch, dass wir, wenn wir was füreinander wollen, dass wir das Gute wollen. Und deswegen weiß ich, dass er in meine Entscheidungen vertraut und ich vertraue in seine Entscheidungen. Hier fragt so Barca, wie hast du mit dem Stream angefangen? Meine Real-Life-Freunde, meine Jungs, mit denen ich aufgewachsen bin, hast du ja jetzt auch alle kennengelernt, Mahon? Mhm. Das sind nette Dudes, oder? Ja, auf jeden Fall. Ehrenmänner, wirklich, also Ehrenmänner. Wir haben immer gezockt, jeden Tag, wir haben gezockt, einfach so. Und dann hat ein Freund von mir gestreamt, das dann. Und er meinte so, ja, wenn wir sowieso spielen, dann kann man auch währenddessen einfach live sein. Einfach mal gucken, einfach nur so. Und das war so ein gutes Argument, weil ich mir dachte, ganz ehrlich, wir verbringen sowieso unsere Zeit am Spielen. Und ja, die Zeit ist sowieso quasi, wird dafür geopfert. Dann kann ich auch gleich ein bisschen live gehen und gucken. Ja, und dann ist das so im Live passiert, dass ich live gegangen bin. Immer wieder. Und ich bin so einer, wenn ich eine Sache mache, will ich immer gerne gute Sachen. Also wenn ich ein Hobby habe, ich stecke Herzblut da rein. So wie zum Beispiel Tischtennis. Ich habe mir alle Sachen geholt. Beim Ringen, ich hatte immer die besten Sachen. Egal wie wenig Geld ich verdient habe, ich habe mir immer versucht, immer die besten Sachen zu holen. Die besten Rushguards, die besten Schuhe. Egal was ich gemacht habe, ich habe immer versucht, so Dings. Und so ist mit Stream auch. Ich habe versucht, immer direkt schon von Anfang an gute Qualität zu liefern irgendwie. Und also du setzt sehr viel Wert auf Equipment. Was ja, 100%. Weil mein Kopf war so, das Auge ist sehr, sehr wichtig und das Erscheinungsbild ist wichtig. Das heißt, wenn du in deinen Stream reinkommst und da ist so ein bisschen verpixelt und der Hintergrund sieht nicht so gut aus und die Mikrofonqualität ist nicht gut, du hast weniger Lust, dort zu bleiben. Wenn beispielsweise jetzt ein Rohat so streamt mit Hintergrundsperrmüll, Mikrofonsperrmüll, interessiert niemand, weil ihn die Leute schon kennen und die wissen, wie er ist. Aber wenn du so dann anfängst zu streamen, die Leute haben weniger Bock, dann dort einfach zu chillen. So, weißt du, was ich meine? Ihr könnt ja mal eine 1 reinschreiben, wenn ihr das fühlt, was ich sage, so ungefähr. Viele haben ja noch gefragt, wie hast du eigentlich Rohat kennengelernt? War das über Immortal damals? Über GTA RP. Ich kannte ihn aber vorher von Fastlife schon, bevor wir auf Immortal gegangen sind. Wir haben da schon miteinander mal RP gezockt. Ja. Aber als wir auf Immortal zusammen gezockt haben, haben wir dann bei Insta ein bisschen geschrieben. Und er hat sich dann gewundert, dass ich der von TikTok bin. Ich habe ja früher auch Content gemacht, so ein bisschen über Benehmen, über Islam-Content so. Aber die entspannten Themen so, wo nicht zu vertieft in die Materie reingeht. Und er meinte, wie, das ist der von TikTok und so. Und dann haben wir bei Insta auch geschrieben, haben wir über Döner gesprochen, dass wir keine guten Döner haben. Und er meinte, er hat einen guten Döner. Bei sich einen richtig leckeren, dann meinte ich, okay, komm, ich komme vorbei. Und dann war ich auch schon bei ihm. Dann haben wir uns verstanden und dann haben wir immer öfters was gemacht. Und dann haben wir, egal wie viele Leute wir kennengelernt haben, so, wir sind einfach Bros geblieben. Immer noch. Letzte Frage. Warst du bei jeder Geburt deiner Kinder dabei? Ja, war ich. Okay, Chat. Dann Dankeschön von der Seite aus an dich auch, Bruder. Ja, lauf, ich wünsche gleich. Dir viel Spaß beim Ort. Wir sehen uns gleich bei Ort. Ciao, Leute. Assalamu alaikum. Dankeschön für die Unterhaltung. Ciao.